die Kernthese von Sielert ist und bleibt dieselbe wie die von Kentler, dass Menschen sexuelle Wesen von Kindheit an sind und nicht nur das, sondern dass sie auch die gezielte Förderung von Erwachsenen brauchen, um diese Sexualität für sich zu entdecken. Passiert das nicht, malt Sielert, genauso wie Kentler das getan hat, buchstäblich den Teufel an die Wand und sagt, diese Kinder werden einmal sexuell unzufriedene, frustrierte und an sich gehandicapte Erwachsene.